Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem Replay von einem Panzer, den ich wirklich gerne anschaue. Es gibt so Panzer, manche, ja, die sieht man so und hat ihn dann mal wieder gesehen und denkt sich dann, was? Der Uni ist einfach viel zu groß. Und denkt sich so, okay, jetzt habe ich ihn gesehen, aber ja, das ist jetzt nicht so wirklich unbedingt sofort wiederholbar oder nötig. Beim E25 geht es mir irgendwie anders. Da muss ich sagen, den sehe ich und denke mir jedes Mal, wenn ich wieder eine Runde geschickt bekomme, die von den Sets her passt, wo ich mir denke so, boah, geil, E25 habe ich Bock drauf. Ich kann verstehen, wenn es bei manchen nicht so ist. Aber er ist einfach ein super geiler Flitzer, den ich finde, den sollte man haben. Also, ich gönn's jedem, der den auch in seiner Garage hat. Es tut mir für jeden leid, der den aktuell nicht kaufen kann. Ich hoffe inständig, dass der nochmal in den Adventskalender irgendwie kommt und dass er nicht das Type 59 Schicksal irgendwie hat, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich habe da nochmal Bock drauf, den kann ich mir nochmal kaufen. Und wenn er dann da ist, schlagt wirklich zu. Der ist vom Spielstil her immer noch sehr, sehr, sehr einzigartig und bringt immer noch unglaublich viel Spaß. Und das Schöne ist, mit dem 7er Panzer kommt man höchstens in 8er Gefechte. Was auch ganz nett ist, weil ich finde die Tierstufe 7, ich weiß nicht warum, aber das ist so gefühlt meine Lieblingstierstufe geworden. Eigentlich war es mal 8, jetzt ist es aber irgendwie 7. Dank dem VK natürlich auch zum großen Teil und dem IS-2, weil ich die Panzer einfach toll finde. Aber der E25, dann auch noch maximal 8er Gefechte, klar, der Durchschlag ist nicht hoch. Da brauchen wir nicht drüber reden, der Durchschlag, was ist er, irgendwie 150. Premium ist 194, ist auch nicht wirklich so, dass man sagt, dramatisch. Aber es reicht, man kommt damit gut zurecht, man kann unglaublich schnell flankieren, Seiten wechseln. Also dementsprechend kann man von dem Panzer wirklich noch schwärmen. Und ja, ich bin mitten dabei, ich weiß, aber es passiert auch noch nicht so viel. Von dem her ist es sogar ausnahmsweise mal gar nicht so schlimm, dass ich einigermaßen viel am Schwärmen bin. Der KV-2, der hat in der Zwischenzeit da vorne mal den T-34 rausgenommen. Jetzt wäre er... Bleib doch stehen, Digga. Du kannst doch drauf schießen. Ja, jetzt ist er zu. Da ist er wieder offen. So, und jetzt spielt er seine Stärke. Was passt auf. Jetzt kann er da die ganze Zeit drauf holzen. Natürlich ist der Durchschlag minimal. Aber er macht halt so schnell den Schaden vom Reload her. Ja gut, dann sollte auch noch ein bisschen... Ja, geht schon. Noch einer. Ja, schade. Aber es schießt halt einfach so schnell. Man hat ein unglaublich spaßiges Gerät. Und ich weiß gar nicht warum, aber ja, ich schwärme echt von diesem Panzer. Also, ich kann den wirklich empfehlen. Es gibt wenige Premium-Panzer, wo ich sage, den müsst ihr euch kaufen. Aber der E25 ist für mich definitiv einer davon. So, mal schauen, wie er aber das Spiel hier weiter bestreitet. Ob er hier noch bleibt. Ja, aktuell scheint es ihm hier gut zu gefallen. Da der KV-2 kommt da in die Richtung. Aber der steht dahinter halb. Steht auch mittlerweile schon 5 zu 8. Also eigentlich ist die Runde schon viel passiert. Und jetzt sieht man halt, wie schnell er halt den Schaden anbringt. Und eigentlich hätte auch der letzte gepasst. So, jetzt kommt da ein Schwede. Und ein Tscheche. Und jetzt nimmt er halt einfach mal die Ketten in die Hand. Und ja, auch wenn der Schaden nicht so essentiell hoch ist, den er da macht. Aber es passt halt. Es ist ein unglaublich tolles Gesamtpaket. Und das, was der Tscheche jetzt macht, sollte man nicht machen. DPM kann der E25. Also ein Shootout solltet ihr nicht eingehen, denn da ist er sehr, sehr stark. Und auch drehen, auch da kommt er gut nach. Jetzt versteckt sich der STRV da. Aber dann, ich wollte gerade sagen, schießt mal halt auf den Turm. Wenn er ihn dann auch noch seitlich herdreht, umso besser.
So, jetzt kommt der KV2. Auch der zeigt perfekt die Seite. Natürlich muss man gegen den KV2 aufpassen, weil der halt einfach so eine unglaublich potente Kanone hat. Und das hat man nicht so ganz gern als E25-Fahrer, weil Panzerung kann er eigentlich nicht, auch wenn wir vorher diesen einen Abpraller gesehen haben. Aber das ist eher schon sehr dusellastig, bin ich ganz ehrlich. So, der Crusader, der haut jetzt hier ab. Und übrigens, er ist jetzt alleine gegen 6. Also jetzt wird es sehr spannend. Den Crusader schiebt er erstmal ein bisschen rum. Den hat er. Jetzt hat er noch 1 gegen 5. Darunter auch noch eine Arti. Oh, ein gegnerischer E25. Da ist der Rudi. Der trifft ihn auch noch. Zack, Nummer 1. Nummer 2. Der E25 da hinten hat er sehr schön, sehr schnell rausgenommen. Auch sehr wichtig, weil 2 Hits und der wäre nämlich selber futsch gewesen. So, und jetzt sagt sein Team auch hier, tu doch mal campen, Junge. Und er fragt aber erstmal nach den Hitpoints, weil gerade der T29, den er dann noch als Gegner hat, der ist fies. Da wissen wir alle, der T29 ist auf seiner Stufe ein unglaublich guter Panzer. Natürlich, die Arti braucht man nicht drüber reden und so ein KV-1S, okay, das ist jetzt nicht so der Bringer. Aber der T29 hat noch 280 Hitpoints, das heißt, er muss auch noch zweimal treffen. War zuletzt unten am Strand gespottet und jetzt sucht er wohl erstmal die Arti und auch das ist natürlich eine Stärke, dass er hier einfach so agil ist und da mal über die Karte flitzen kann. Wenn er jetzt nicht unbedingt durch den Cap fahrt, was ich jetzt mal hoffe, dass ich mache, perfekt, dann weiß nämlich auch jetzt wirklich so gefühlt keiner, wo der gerade steckt. Und die Arti dürfte hier unten aufgehen. Ich vermute die so mal auf K2, K3 oder J2, J3. So, jetzt wird der Busch umgeschubst. Und da hatte ich mal einen Fehler gesagt. Ich hatte da noch einen sehr alten, ja, alten Stand. Büsche mit Laub, so wie der hier, die geben einen Vorteil, was das Thema Tarnung anging. Das gab, war mal nicht so. Und nach wie vor sind Büsche, sind Bäume ohne Gebüsch oder ohne Laub nicht tarnungsgebend. Jetzt hat der T29 auch mitbekommen, von wo er beschossen wird. Das ist dann aber zu spät gewesen. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Bäume mit Laub, gut, versteckt euch. Bäume ohne Laub, schlecht, fahrt weiter. Um es so vielleicht banal zu sagen. So, jetzt war er ja gespottet. Er hat auch eben so ein bisschen angetäuscht, dass er wegfahrt. Und jetzt fährt er doch runter zum Strand. Wie gesagt, die AT, da ist sie doch. AK1, da war ja gar nicht so schlecht. So, jetzt muss er natürlich schnell schießen. Er will ja natürlich hier den Hit ausweichen. Ja, super, AT schießt daneben. Jetzt kann er in Ruhe zielen und nimmt die AT raus. Und jetzt ist einzig und allein noch der KV am Start. Auch so Blockaden wie hier, das mag er übrigens auch nicht so gern. Also er hat jetzt nicht die Masse. Ihr solltet auch bitte niemals, niemals auf die Idee kommen, mit dem E25 irgendjemand zu rammen. Klar gibt es mal Panzer, da funktioniert es so ein klein wenig, wie mit dem Crusader vorher. Aber das ist eigentlich absolut nicht seine Stärke. Wenn man so einen Russen gegen sich zum Beispiel hat, wie jetzt hier den KV, und denkt so, ja cool, easy kill, den ramme ich jetzt weg. Das geht in der Regel sehr schlecht aus. So, und jetzt ist die Frage, wo steckt er? Aber wir haben jetzt schon gesehen, er hat von den 1 gegen 6 Situation hat er zu einem 1-on-1 herausgefahren. Das muss man schon sagen, da braucht man Nerven dafür. Ist nicht so leicht. Bei mir geht es immer bei sowas echt der Stift, weil ich da
Ja, man kriegt schwitzige Hände, man wird nervös. Langsam wird schon so die Zunge auch ein bisschen ja, pelzig. Das ist so, ich weiß nicht, das ist aber der Moment, wo auch World of Tanks irgendwie so ausmacht. Dieses unglaublich spannende, nervenaufreibende und am Ende hoffentlich befriedigende Gefühl, wenn man sowas dann für sich entschieden hat. Bevor er aber jetzt Befriedigung erfährt, muss er jetzt erstmal noch den KV-1 finden. Da muss ich auch an den alten KV-1S denken. Der war auch damals eine Wucht. Nachdem er dann angepasst worden war, weil früher der KV-1S, der war schon sehr geil. Der Alpha-Schaden, die Mobilität, die HP, die Panzerung. Also jeder, der den zum damaligen Zeitpunkt miterlebt hat, der, glaube ich, weiß, was ich meine. Natürlich war er einen in der Tendenz ein wenig zu stark. Jeder, der geschrieben hat, nee, der ist nicht zu stark. Der, glaube ich, wollte es einfach nur nicht wahrhaben, dass der irgendwann verändert wurde. Und dementsprechend, irgendwann hat es ihn aber doch das Schicksal der Nerfkeule oder der Anpassungskeule, so muss man es richtiger sagen, dann erwischt. Und aus ihm wurde ja der KV-85. So, jetzt haben wir aber lang genug um den heißen Brei rumgeredet. Jetzt will ich hier noch die Crunch-Time sehen. Jetzt will ich wissen, wo ist da der KV-1S und wer macht jetzt den entscheidenden Kill? Das gibt's ja nicht. Er rauscht hier über die ganze Karte. Er ist überall am Start, guckt in jeden Fitzelchen. Ja, der muss jetzt, der kann ja nur noch hier in dem Bereich sein. Also alles andere ist ja absolut unmöglich. Und ich hoffe mal, dass er ihn jetzt gleich trifft und wir einen schönen Showdown dieser beiden miteinander sehen. Auf jeden Fall ist er nicht AFK und das ist schon mal sehr wichtig, weil er hat ja auch schon einen Kill. Aber auch hier geht er nicht auf. Das kann doch nicht sein. Ist er jetzt hinter der Kuppe? Und die Frage ist natürlich dann, wie viele Hitpoints plötzlich da auf... Da ist er. Der ist noch sogar recht voll. Aber er schaut Gott sei Dank in die falsche Richtung. Erster, zweiter Treffer. Oh, und er trifft und weint. Er nimmt den Fahrer und den Richtschützen raus. Den Richtschützen hat er natürlich wieder zurückgeholt. Und alter Verwalter, als er noch da 600 Hitpoints hatte, dachte ich mir, es ist für ihn geschehen, aber es hat geklappt. Er hat es nach Hause gebracht und dementsprechend war es eine super coole Runde. Ja, ich glaube, schöner kann man den Tag hier heute nicht beginnen mit so einer Runde. Macht's immer wieder Spaß. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Euer Alcaramba.